Sie sind hier, 15. Juli 2018, 11.53 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Philipp Hettel belegte Rang 8. Urheberrecht Getty Images. Philipp Hettel zeigt beim Großen Preis von Deutschland eine starke Aufholjagd. Am Ende verpasst der Moto3-Pilot aber doch das Podium. Philipp Hettel hat beim Großen Motorradpreis von Deutschland auf dem Sachsenring die Chance auf einen Podiumsplatz verpasst. Der 22-Jährige aus Einring arbeitete sich im Moto3-Rennen vor Heimkulisse nach einer beeindruckenden Aufholjagd bis auf Platz 3 nach vorn, wurde aber am Ende Achter. Hettel kam immerhin erstmals seit über 2 Monaten wieder unter die besten 10, wir sind wieder in den Top 10, da wo wir hingehören, sagte Hettel voller Erleichterung, auf dieses Rennen kann ich aufbauen. Das gibt Kraft für die Sommerpause. Hettel hatte Anfang Mai in Jerez, Spanien seinen ersten Grand Prix-Sieg gefeiert, war danach aber in ein Leistungsloch gefallen. Auf dem Sachsenring gelang dem KTM-Fahrer im letzten Lauf vor der Sommerpause endlich der erhoffte Befreiungsschlag, auch wenn mehr drin gewesen wäre. Von Startplatz 14 fuhr der Oberbayer in die Spitzengruppe vor, verlor 5 Runden vor Schluss aber viele Positionen, ich bin einfach überholt worden, das ist normal. Es war extrem eng, so Hettel. Den Sieg holte sich WM-Spitzenreiter Jorge Martin, Spanien, Honda, vor seinem ärgsten Verfolger im Klassement, Marco Bezzecchi, Italien, KTM, vom deutschen Team Pristel. Wildcard-Starter Luca Grünwald, 23, belegte beim 9. von 19 WM-Läufen den 20. Rang.